Okay. Ja. Ihr könnt euch bis hier erstmal frei bewegen. Und das ist quasi und bis hier ungefähr ist der Eingang der Mine. Und also hier eigentlich kann man diesen, das kann man alles als Eingang der Mine sehen. Und dann gibt es halt die erste Abzweigung. Und ihr seid jetzt, die Mine öffnet sich nach diesem Gang und breitet sich ein bisschen aus. Wie gesagt, ihr habt überall diese Erze, die halt lila leuchten. Und die geben halt tatsächlich auch dadurch auch die Lichtquelle dieser Mine. Es gibt jetzt keine Fackeln oder so, aber es ist schon relativ viel. Ihr entdeckt halt auf dem Boden hier und da ein bisschen Werkzeug, ein bisschen alte Stoffsachen teilweise, wie gesagt, teilweise Essensreste oder Knochen, verschiedenes. Und ja. Sehen wir was da in der Tropfsteinhöhle eventuell? Es ist keine Tropfsteinhöhle. Ja, falls es eine ist. Es ist keine Tropfsteinhöhle. Okay. Toll. Sehe ich irgendwas? Ihr könnt euch selber bewegen, ne? Also wie gesagt, bis hier könnt ihr dann selber. Gibt es einen Grund, warum Aftaya am Ende da so ist? Weil ich denke mal, Sophie trägt die, ne? Ja, ja, Sophie trägt die und damit, genau, damit ich die nicht beide immer... Weil theoretisch ist halt Sophie, Sophia ja, direkt stimmt. auf der drauf. Also. Warte, bis Boden hast du gesagt, dürfen wir gehen? Ja, also genau bis hier, wo Arisa ist. Wo ist denn der erste lila Kristall? Weil ich würde mir den gerne mal anschauen. Also du siehst die Kristalle schon direkt am Eingang, ne? So, hier. Also sind die überall an der Wand? An der Wand, am Boden, an der Decke. Fällt mir irgendwas auf, wenn ich mir die angucke? Kann ich auch mein magisches Auge aktivieren? Ja, wenn du das mit dem magischen Auge anguckst, steht da einfach nur Katalysator. Aber sonst noch nichts. Mhm. Kann man ein Stück vom Kristall abschlagen? Also, Scheiß auf dich! Du hast halt kein Werkzeug dafür, ne? Aber ich darf doch kein Werkzeug anfassen, oder? Zählt Werkzeug nicht als Waffe? Du hast es halt noch nicht ausprobiert. Aber du würdest jetzt auch kein Werkzeug dafür finden. Jetzt hast du nicht gesagt, am Anfang sind Spitzhacken? Ja, aber das, aber alte kaputte, ne? Also da ist nichts. Aber ich kann ja trotzdem versuchen, die anzufassen. Achso, ja, ja. Okay, aber du kannst nicht denn die benutzen, um das abzubauen. Nö, nee, ich würde aber trotzdem mal einfach die Schaufel oder Spitzhacke anfassen. Das kannst du machen. Nein, ich kann es anfassen. Was sehe ich in dem Young hier? Wenn ich eine Spitzhacke in der Hand habe, würde ich die Gruppe angucken und würde sagen, Leute. Ich habe jetzt noch eine Spitzhacke. Und kaputt. Meine Waffe stoßt die Spitzhacke nicht ab. Interessant. Will einer von euch mal? Und ich würde die so hinhalten, ob das bei jemand anderes ausprobieren möchte. Ich gehe zu Kauti hin und nehme die Spitzhacke an. Ich würde sie dir geben. Mhm. Kannst du ganz normal anfassen. Also wird das nicht als Waffe kategorisiert. Interesting. Heißt das, wir können Werkzeug mit uns rumtragen, die keine Waffen sind? Ja. Einfach mal Armbrust, Spitzhacke. Du schießt dann so Spitzhacken ab. Ja. Während ihr euch ein bisschen noch umguckt, seht ihr, wie Arisa halt schon ein Stück weiter vorgeht, bis der Gang sich spaltet. Und Arisa, du merkst halt, dass die Minengeräusche aus dieser Richtung hier kommen. Mhm. Aus welcher? Ich war gerade reingezoomt. Aha, da hinten. Okay. Ja, sollen wir zu den Spitzhackengeräuschen oder sollen wir... Ist gute Frage. Also ist jetzt die Frage, ob wir uns jetzt da anschleichen, ob wir uns ankündigen... Ich denke, wir sollten die Leute begrüßen gehen, oder nicht? Dann geht voran, Philo. Ich hoffe, die sind uns gut gesinnt. Nun, ich bin mir sicher, wenn wir ihnen mit einer offenen Einstellung und wohlgesonnen entgegentreten. Ah, du hast recht. Und lade nach. Ja, ich möchte gerne in die Richtung gehen. Larry, du hast noch 2 Leben. Kannst du die auffüllen, ne? Ich hab... In deiner Anzeige steht 2 von 10. Achso, in der Anzeige. Ich dachte gerade so, hey, ich bin full life.
Ihr seid alle Full Life, ne? Ja, aber er hat halt noch da stehen, nur 2 von 10 ja, hat. Hast du recht. Okay. Hast du recht. Ich zieh mal die May einfach mal schon mal mit. Okay. Sehr gut, May. Philo, als du hier ankommst, siehst du halt, dass sich die Mine nochmal spaltet, ja? Also hier Dankeschön, Juve. Aber die Geräusche definitiv aus dieser Richtung Dankeschön. Kommen. Aber als du hier das erreichst, siehst du, wie hier so ein bisschen, warte, ganz kurz, ich muss das kurz, so. Mich schon wieder. Und, hier liegen ein paar Leichen und ein paar Sandsäcke auch und so. Hier scheint so eine Art Barrikade errichtet worden zu sein. Notdürftig. Mit Leichen? Mit Leichen, ja. Und als du dir die Leichen anguckst mit dem magischen Auge, siehst du halt, dass die Leichen Goblins und Kobolde. Kobolde. Danke. Auf welchem Level steht es da noch? Nee, steht da nicht. Wie hoch ist das eigentlich? Die ist nicht so hoch, die Barrikade. Nee, die ist so 1 Meter hoch. Man kann auch theoretisch drüber gucken. Nachdem ich diese makabere Mauer sehe, drehe ich mich um und gehe wieder zurück. Rodin, ihr hattet doch einen Vorschlag von wegen Anschleichen. Vielleicht wäre das doch die weisere Vorgehensweise. Was ist mit Abel? Er ist doch scheinbar bewandert darin, Kreite. Nun, bewandert bin ich, aber ich denke... Ich wollte sagen, bewandert. Ach, zu viel des Ruhms. Geht ruhig schon mal ohne mich vor. Also, ich wollte sagen, dass ihr euch gerade fürchtet. Nein. Ich denke, Abel möchte uns nicht den Erkundungstrang nehmen, aber was ich sehr, sehr, sehr nobel von euch finde, aber dennoch. Ich denke, das ist eure Spezialität und das möchte ich euch nicht nehmen. So ist doch jeder von uns neugierig. Und dieses Mal sollt ihr es sein, der, der uns, berichtet, was vor uns liegt. Ich soll da reingehen. Ja, ganz nach vorne. Ihr seid klein und könnt euch gut verstecken. Wen nennt ihr hier klein? Naja, ihr müsst zugeben, dass ihr für einen Mann, dass ich was? Klein seid. Ihr seid doch noch viel kleiner, warum geht denn ihr nicht vor? Warum sollte ich? Warum sollte Abel? Nun, ich meine. Ich weiß, wir sind alle begeistert von dem Gedanken, was Neues zu entkommen, aber wir sollten uns schon vielleicht entscheiden. Nun, ich kann auch vorgehen, aber... Und ich rufe, hallo, ist da jemand? Sehr gut. Tust du? Ja. Ach Gott, ich ziele direkt, Junge. Ich guck einmal kurz so nach hinten und guck auf an die Gott. Und es halt auch noch wahrscheinlich, ne? Ja, übelst. Oh Gott. Why would you do that? Was hast du... Warum... Ich wollte mal ein bisschen Spannung hier reinbringen. Spannung. Das ist keine Spannung, das ist einfach ein Goof. Richtiges Aram mit Nang wieder, ey. Also. Open wipe. Nein, Alter. Folgendes passiert, als das von Arisa gerufen wird, dieses Hallo, ich ist hier jemand? Ich möchte nicht in den Gang stehen. Moment, nee, ihr bleibt genau da stehen. Ist mir egal. Ich bin schon wieder im engen Gang und dann kommt ihr ganz... Scheiß auf euch. Wie sagt ich denn dir? Ich stand aber da. Nein. Also fürs Protokoll, ich hab gesagt, ich geh zurück, ne? Ja, du gehst genau hier hin, Philo. Kann ich mit leben. Und... Als halt das, als ihr das ruft, schallt es und die Minengeräusche hören in dem Moment auch kurz auf. Man hört nicht mehr das Hacken der Spitzhacken. Und ihr hört aber andere Geräusche diesmal von einer anderen Richtung. Und ihr hört so richtig so ein. Und ihr seht. Nein, das sind Goblins, oh Gott! Oh nein, Alter. Ich bin mit einer Armbrust. Mein Leib. Armbrust in Höhle ist ganz schlecht.
Lass die Frauen zurück und fliehen. Ihr dürft jetzt Initiative schon mal werden. Oh mein Gott, ich schub's Arisa. Scheiß auf die Healerin. Ich schreib's in den Chat. Schreib das bitte in den Chat, genau. Und dann muss ich auch mal kurz. Ah, nee, warte mal, gar nicht wahr. Ich muss ja noch Dinge zurechnen. Eieiei, wer kommt denn auf die Idee, sowas zu schreiben? Darf ich in einer Mine? Hallo? Darf ich ein Kommando? Bin ich in einer Mine aufgewachsen? Nein. Hä? Aber du bist nicht kernbehindert. Hast du einen gesunden Menschenverstand? Ja. Ja, aber ich hab mir gedacht, so, ja, wenn es nicht weitergeht, mache ich was. Hä? Wir haben doch nicht alles versucht. Und du so. Und du so. Darf ich ein Kommando rufen? Oder erst, wenn ich dran bin, Alter, wegen Initiative, so? Erst wenn du dran bist. Naja. Hab ich schon gedacht. Ja. Damit habe ich halt Hat eigentlich das Klopfen aufgehört? Ja. Das Klopfen hat aufgehört. Also wir hätten nicht schön stealthen können, richtig schlau spielen. Oh, so. Erstmal Hand sanitizen. Dann mache ich mal die Musik wechseln tun, weil das war's mit den ruhigen Minengeräuschen. Das war eh zu verdächtig. Also, es hätte ganz anders ausgehen können, aber soweit kommen wir hoffentlich noch. So. Das war halt literally... Worst outcome. Würde es bei mir Karma geben, hätte Nang jetzt all ihr Karma verloren. Ja, Leute, kein Problem. So, scheiß auf dich. Ich muss kurz die Initiative der Goblins auswürfeln. Ah, chillig. Ah, wir hatten... Waren die Spitzhacken kleiner als für Menschen? Ja, wir hätten das direkt wissen können, dass es keine Menschen sind, die da hacken, Junge. Hey, jetzt werden wir auf Köpfen hacken. Alter, Goblins in Höhlen! Habt ihr Goblin Slayer Folge 1 geguckt? Ich werd gleich vergewaltigt, Alter! Also, boah, no! Ich hoffe, Nang wird in die Höhle gezogen, Alter. Ich schwöre. Boah. Ja, ich werde legit mit meinem Schwert mal so geradeaus zustellen. Boah, ich hoffe, du kriegst richtig fiesen Hobgoblin-Dick, Junge. Wow, Arisa ist als Beste erstes. Beste Folge überhaupt, yo. Ja. Ich caste Blessing of the Book. Ja, besser ist das. Besser ist das. Okay, dann dürft ihr euch, also Nang darf sich dann 7 MP abstreichen, als wieder das Buch über sie schwebt, auf 1,5 Meter Höhe sich öffnet, die Seiten sich drehen und leuchtet das eigentlich? Reden. Ja, es leuchtet. Ja. Heller als die Kristalle, oder? Nein. Nur, okay. Also nur relativ leicht. Und, ja. Ihr dürft euch die zwei... Oh, guck mal, sogar... Wow, stimmt, es gibt sogar die rote Sektion. Zwei Schildpunkte. Oh, cool. Zwei Schildpunkte und auf euren nächsten Wurf eine +1 geben. Geil. Okay. Okay. Ja. Hättest du das nicht gemacht, dann hätte ich richtig hohes Ansehen bei dir. Also hättest du hohes Ansehen bei mir gehabt, weil du mein Leben gerettet hast vorher, aber jetzt ist das so. Wir sind quitt. Nang, du kannst Arisa, du kannst dich theoretisch noch bewegen, wenn du willst. Also wir haben jetzt nicht gehört, von welcher Richtung die kommen, ne? Also du hörst schon, dass die von hier kommen, aus diesem Gang. Das hörst du. Rot, das wird bei mir nicht angezeigt. So. Kann das sein? Was? Der rote Balken wird mir nicht angezeigt. Weil du auch maximales einstellen musst. Ich kann das. Also, wenn du auf das Zahnrad gehst, so bei max 2. Alright.
Danke. Alter, Goblins in Höhlen, ich werde leicht panisch, weil ich Goblin Slayer gesehen habe, auch mein Charakter. Mit Goblin Slayer. Ich tue, als wäre ich ein Goblin. Und vergewaltigst Arisa. Ihr wisst ja nicht, was Goblins sind, ne? Aber, ja, okay. Doch, ich weiß, was Goblins sind. Ja, also. Hey, wir haben so viele Videospiele gespielt. Ja, ihr zwei schon, aber die anderen halt nicht. Ne? Beziehungsweise, die sehen halt obwohl der passt. Ihr würdet wahrscheinlich wissen, was kommt. Abel, hast du Goblin Slayer gesehen? Ich glaube, Abel. Das ist die erste Folge. Ja. Ich sag ja, lass die Bitches zurück und flieh. Ist so. Abel, du bist sogar als nächstes dran. Ja. Schubst Arisa in das Nest. Nehmt sie! Wer ist gar nicht, wo ich bin? Sitzt jemand auf mir drauf? Ah, ne, ich bin da drunter. Ja, du bist da drunter. Ich stehe über dir. 1, 2, 3, 4, 5. Ich beweg mich. Ich glaube, hier wäre das Feld genau. Okay. Hat das einen Grund, dass du das Skript nicht anhast? Dass ich was nicht anhast? Das Skript. Also das extra aus. Was ist das Skript? Also, dass wir eingerastet werden. Oder hast du das, weil die Karte ein eigenes Skript hat? Also dieses... Genau, die Karte hat halt das eigene Skript. Deshalb, ne? Also, ich muss halt damit arbeiten, weil sonst hab ich ja erzählt, was sonst die Problematik ist. Ja, verstehe. Okay. Dann ist als nächstes tatsächlich... Seht ihr den ersten... Den ersten Goblin... Richtig so mit Sabber im Mund und so richtig spitzen Zähnen. Der ist relativ klein, aber die sind richtig gepackt. Die sind nicht irgendwie dürr oder so. Und der hat so einen alten, halb zerstörten Holzschild und so einen Speer bei sich, so einen Kurzspeer. Und der kommt richtig wirklich mit so fließenden Sabber im Mund und so auf und sagt, kommt der so in eure Richtung angelaufen, als ihr euch sieht. Und als nächstes ist die gute Nefertiri dran. Okay. Wenn ich mich hier hinstelle, Moment, kann ich den an einen reinhauen? Wo willst du dich hinstellen? Da so. Also er steht hier. Du müsstest hier stehen in dem Feld. Okay. Dann mache ich das nicht. Diese Gegenstände hier hinter mir, was sind das, Steine? Ja, das sind Steine, genau. Okay, dann würde ich mich hier hinstellen. Und die Stellung halten. Alright. Das ist dann dein Zug? Ja. Alright, und dann ist als nächstes Kauti dran. Okay, eins. Einmal darf man ja diagonal rübergehen für eins, ne? Mhm, genau. Und zwei, drei und vier. Alright. Next one ist dann... Ich würde wahrscheinlich zu Abel so runtergucken, weil ich sehe, dass er wegrennt. Bitte, ich bin in der taktisch sinnvolle Position. Ich wollte gerade sagen, man am weiß Ausgang. Nicht, ob der unbedingt wegrennt, aber er positioniert sich zumindest taktisch. Okay. Dann ist Rodin. Ich bin schon dran. Krass. Ich habe eine 4. Okay. Sehe ich schon den Goblin? Ja, den hier sieht man auf jeden Fall schon. Okay, 1. Warte, Moment. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ich. 1, 2, 3. 4, 5. Ich stelle mich hier hin. Und, hab dann, glaube ich, freies Feld, ne? Also muss hier, meinst du? Ja. Ja, da hättest du freies Feld. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, passt nicht von der Reichweite. So muss ich dann stehen. Ja. So hab ich auch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Nee. Du musst da noch mehr dran. So, ne? Ich muss so stehen.
Ja, das würde passen. 5, 6, ja. Und würde schießen. Okay. Oh, fuck! Nee. Mit Arisas Buff sind 3. Also nee, Quatsch. Moment, wait. 3, 9 insgesamt. Nee, reicht aber nicht. Du zielst halt. Die Hülle ist zwar auch hell und du siehst den Goblin, aber als du schießt, schießt du den genau einfach vor diesen Holzschild. Und der fängt so an, so ein bisschen hin und her zu rumzutanzen. Philo ist dran. Ja, ich würde so in die Richtung erstmal von den anderen rennen. 2, 3, 4, 5 und würde rufen. Wir haben ja keinen Sprint, ne? Ich kann nicht zweimal rennen, oder? Kannst du nicht. Ja, ich würde rufen, flieht aus der Höhle. Wir haben überhaupt keinen Grund, hier zu sterben. Wir sammeln uns draußen. Okay. Und, Boah, wir räuchern die aus, Alter. Das ist mein Zug, ja. Okay. Bist du erstmal getrollt werden? Top of the round. Und man hört jetzt von hier wieder. Also erstmal hört man von etwas weiterem hier weitere Goblins schreien, aber man hört von hier so ein: Welche verdammten Narren haben denn hier die Goblins wieder hergeholt? Und man sieht so wirklich so einen von diesen Leichen von dieser Barrikade. Philo würde es vielleicht sehen und Arisa so wirklich gegen die Wand hier knallen, als sie einfach 3 Meter weggeworfen wird. Und anscheinend wird hier versucht, gerade die Barrikade aufgelöst zu werden. Ihr seht aber das noch nicht. Ne. Kleinen Moment. Ich muss kurz auf Spielleiterebene was machen. Oh, jetzt muss ich. Oh, jetzt hören wir jemanden. Uff. So, top of the round. Arisa, du bist dran. Ende. Okay. Dann ist Abel dran. Oh, ich bin noch gemutet. Fertig. Abel, du siehst, wie von hier Goblin-Geräusche vom Ausgang. Oh, ich will wieder zurücklaufen. Und du merkst Sophia sich so ein bisschen panisch nach rechts und links guckt und Raftalia, oh, jetzt habe ich wieder den Namen gesagt, hier den Demi an die Wand anlehnt und sich so ein bisschen schützend um die stellt und dann so nach rechts und links guckt und so ein bisschen sich kampfbereit macht. Philo ist stolz, dass Abel auf seinen sein Kommando hört. Aber du siehst noch nichts, Abel, ne? Aber du hörst das von draußen auf dein Schild kommen. Wie er sich tapfer den anderen Goblin entgegenstellt, dass wir in Ruhe gegen die da oben kämpfen müssen. Ein wahrer Held. Ich schwöre, wenn ich an Goblin sterbe, ne? Tja, tatsächlich ist dieser Goblin, der mit dem Schild und dem Speer, ist relativ nah an dir dran und greift dich auch an, tatsächlich. Odin, du stehst da noch halt mit deiner Armbrust. Scheiße, und der kommt wirklich, Mann. Die sind sehr schnell, die sind, wie gesagt, die sind richtig kräftig, aber halt sehr klein, aber die sind super flink deshalb. Ja. Und der sprintet zu und will dir direkt mit dem Speer eine verpassen. Oh und Gott. Der trifft dich aber leider nicht. Oh Gott sei Dank. Du kannst so gerade noch so ausweichen, als du halt voll die schnelle Speerbewegung von dem, die du so eigentlich nicht erwartest, halt einfach ausweichst. Ja, sehr gut. Dann ist Nefertiri dran. Habe ich die Geräusche von unten auch gehört? Oh. Ja. Miguel? Ja. Mein neuer Skill, ne?
Würde der Schild auch zählen? Ja, wobei, also sein Schild ist schon fast Deko schon fast. Okay. Das ist wirklich ein modriger alter Holzschild. Okay. Aber wenn das ein Turmschild wäre oder so, würde das auch zählen, ja. Okay, cool. Ich würde tatsächlich erstmal hochgehen und wenn ich mich hier hinstelle, müsste ich ihn ja treffen können. Ja, du hast ja eine extra Range, genau. Genau, würde ich gerne Rodin aus der Patsche helfen. Please. Please, Senora. Plus eins, ne, auf euren Wurf. Ah, okay. Ja, dann habe ich eine. Moment, ach nee, warte, ich kann ja noch. 10. Eine 10 insgesamt? Also, du hast deinen Wert schon mit drauf gerechnet, ne? Naja, ich habe 5 in Geschick, 4 habe ich gewürfelt, plus 1. Ne? Das, ja, okay. Same. Das ist. Also, du würfelst schon den W20, ne, Sarah? Ja. Es ist so ein. Es ist die ganze Zeit. Das ist kein W20. Spaß, oh. Spaß. Oh Gott, das habe ich all die Jahre nicht gemacht. Oh mein Gott. Also du schlägst mit dem Stock zu, aber der ist halt relativ klein und in dem Moment geht er auch mehr in die, also in die Hocke und hebt einfach sein Schild hoch und du hörst halt, wie du einfach gegen den Holzschild knallst und triffst den halt dadurch nicht. Der hat den tatsächlich damit abgeblockt. Und du guckst und du siehst halt, wie so ein wirklich so ein sabberndes Gesicht dich dann halt so angrinst. Okay, damit sind die dran. Oh ne, sehe ich schon einen mit Bogen, Alter, ich fick den. Ja, und ihr seht halt tatsächlich einen Goblin mit Bogen, der schon mit gezogenem, geladenem Pfeil Zug um die Ecke kommt und dann auf Nefertiti schießt, weil sie am nächsten dran ist. Und eine 14 trifft dich, ne? Verdammt. Ja. Verdammt. Du kriegst 2 Schadenspunkte. Als ein kleiner, nicht menschengroße, von den Proportionen her Pfeil, dein Oberschenkel trifft. Das Schild. Genau. Theoretisch, genau. Er würde dich eigentlich treffen. Du siehst halt, wie diese leuchtende Aura so ein bisschen diesen Pfeil einfach umlenkt und der einfach kurz bevor der dich trifft, knickt der Pfeil und bricht einfach und landet dann vor dir zu Boden. Dein Schild ist aber weg. Genau. Ja, hab schon alles verbraucht jetzt, was man dann gegeben hat. Ja, Aris. Egal, war schon aber worth. Kauti ist dran. Okay, dann gehe ich erstmal 1, 2 und einmal kann man ja rübergehen, ne? Einmal, dann kann man. Ja, dann stelle ich mich halt hier an. Pass in Rounders, so ein Rundumschlag. So. Nee, ich dachte mir das halt einfach, damit ich euch nicht fokussen. Und würde dem Typ, der halt sich auf Rodin konzentriert, von hinten an den Rücken stechen. Okay. Und hab eine 23. 23 trifft. Mit? Trifft nicht. Oha, Alter. Mit 7. 7 Damage? Ja. Hast du den plus 1 von mir dazu gerechnet? Also dann sind es wirklich 24. Dann ist es wirklich 24. Okay. Ich habe jetzt erst Stärke würfeln müssen. Ja. Nein, tatsächlich 24. Okay. 7 Damage. Der ist halt gerade mit Rodin beschäftigt, beziehungsweise auch mit Nefertiris Block und du umrundest quasi seine Abwehr und siehst halt, dass da eine offene Stelle ist und du schlägst halt mit deinem Langschwert zu und reißt ihm dann auch eine Wunde, die relativ groß ist, aber der ist noch nicht tot dadurch. Aber der ist schon relativ schwer verwundet tatsächlich. Okay, dann ist als nächstes der Rodin dran. Ich, Komm runter zu uns. Ja, aber... Auf der anderen Seite kommen nochmal Goblins. Hast recht. Wir hören das ja nicht. Ich gehe 1, 2, 3, 4, 5 hier hin. Und lade nach. Dann kriegst du aber einen Angriff von dem ab tatsächlich. Ja.
Ne, 12. Trifft nicht. Trifft nicht. Ja, okay. Der schlägt noch einmal nach dir zu. Du springst noch einmal so ein bisschen zur Seite. Und lade dabei nach. Und nach. Ja. Alright. Dann ist Philo dran. Okay, dafür eine Frage. Ich habe ja ein intuitives Verständnis für meine Waffendinger da, ne? Hattest du gesagt. Weiß ich... Also im Sinne von, weiß ich, wie das funktioniert, Waffen zu absorbieren? Ich meine, der Rodin hat es dir, glaube ich, gezeigt. Nee, nicht der Rodin. Wer war das? Ich habe es bei ihm... Doch, Rodin hat die Armbrust sich geholt, genau, glaube ich. Rodin und da hatte ich das gesehen. Ja. Also im Sinne von... aber im Sinne von, muss ich dafür... Du musst ihn in der Waffe Hand haben. Berühren. Okay, oh, ich würde versuchen, zu dem Typen zu gehen und seinen Speer zu greifen. Also den wirklich die raus aus der Hand zu reißen, ne? Weil du müsstest die okay, halt es reicht schon, nicht. Nee, du musst sie halt schon einspeisen, sozusagen. Boah, das wäre so geil. Okay. Gehst da hin, pack die und dann... Das war so ein bisschen... Das wäre geil gewesen. Und der Goblin so... Ha? Ja gut, jetzt wird natürlich ein bisschen blöd. Ja gut, jetzt bin ich dabei. Jetzt versuche ich es trotzdem. Da hätte ich zwar nicht hingelaufen, aber dann probiere ich es jetzt trotzdem, das Ding aus der Hand zu reißen, einfach so. Okay, dann machst du bitte eine Athletikprobe. Ja, wie gesagt, plus 1, ne? 20 dann insgesamt mit plus 1. Schaffst du. Du packst den am Speer und reißt ihm quasi den Speer aus der Hand. Der dann so ein bisschen so noch zum Speer greift, aber ja, du reißt ihm jetzt den Speer aus der Hand. Ja, also er tut mir leid und dann gebe ich ihm stattdessen halt meinen Speer aus. Boah. Ja, dann würde der noch einen Stromschlag kriegen, oder nicht? Also, ja, aber das macht halt keinen Damage. Der würde dann tatsächlich zu deinem Speer greifen und dann so... wird der nur noch wütender werden. Na gut. Aber ja, gut, das war mein Zug dann. Okay, dann ist wieder Top of the Round und... Ja, ich bin dran. Was? Nee, noch nicht. So. Ich bin nochmal pinkeln. Bis gleich. Bis gleich. Jo. Die sehen doch nett aus. Bruh, was seid ihr denn, Alter? Oh, sind das Zwerge? Den einen Token davon kenne ich, finde ich lustig, weil ich es jetzt direkt mit dem Charakter verbinde. Mhm. Ist der zufällig Bade? Lol. Was ist das oh denn? Gott. Digga! Oh mein Gott! Das Goblin aus Isengard! So ein Tier. Ja. Oh mein Gott, ein so Goblin Rider! Scheiß auf dich, Mann! Goblin Rider! Und gepanzerte Goblins? Gepanzerte Goblins? Goblins Schamanen? Oh mein Gott, was hast du getan dann? Die Zwerge da in Ruhe am Arbeiten, weißt du, und Nang denkt sich da, Scheiße. Vor allem, wenn die Zwerge uns jetzt auch noch angreifen, ciao, Kakao. Das ist ein bisschen dumm von denen, denke ich. Okay, Top of the Round, Arisa ist dran. Wir waren es nicht. Den hier kann ich angreifen, ne? Ich sehe die Felder nicht mehr, da sind zu viele Zahlen und Balken drüber. Ja, den kannst du angreifen. Ja, dann greife ich nochmal an hier, aber mal. Ne? Normaler Autotech? Ja, weil ich sonst kein Damage von. Na, warte, es wird erstmal eine 12. Plus 1 sind 13. 13 auf den. Das trifft leider nicht. Oh mein Gott, Alter. Das ist ein fucking Goblin, Alter. Ja, das ist ein fucking Goblin. Aber das reicht leider nicht. Das reicht uns nicht. Der Goblin Slayer hat den auch einfach mit einem Dolch. Goblin Syreia. Das ist ein Zwerg, oder was ist denn das? Ja.
Alter, ich hab mich gerade fast eingeschissen, als ich gesehen habe, wie groß die sind. Boah, die Monster-Goblins! Oh, shit. So, ich muss das kurz richtig. Aber sind schon alles die gleichen Goblins oder gibt's da auch Hobgoblins dazu? Also momentan seht ihr bisher nur die gleichen Goblins. Ja, wir sind gerade im Königreich des Goblin Lords. So. Da ist auch eine Waffe für dich, Rodin. Scheiß auf den, Alter. Und Doppeldeutsche für Abel. Oh Gott, ihr wisst gar nicht, was ihr gemacht habt. Wir? Kannst du es bitte nicht pluralisieren, Alter? Doch. Nee. Nee. Doch. Wir müssen das positiv sehen. Wenn wir den Kampf überstehen, also da müssen dann wir doch safe bei Level 4 sein. Goblin Slayer. Oh mein so, Gott, Alter. Ja, umzingelt in einer Höhle voller Goblins. Digga, ich sehe mindestens ein Goblin-Penis gleich, Mann. Vielleicht haben wir die Mine dann doch schneller hinbekommen, als wir dachten. Scheiße. Okay, Arisa hat mit ihrem Buch ein magisches Geschoss geschossen, konnte es auch nicht richtig kontrollieren. Der Goblin kann das mit dem Schild ein bisschen abblocken und das verpufft so ein bisschen in gelben Glitzer. Abel ist dran. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Sophia, beschütz mich! Beschütze mich! Kaskete! Vor allem, weil sie den König umgebracht hat, sind sie gerade so. Sophia guckt zwar ein bisschen panisch, aber versucht nicht die Panik irgendwie weiter dir zu vermitteln und nickt so zack auf so. Und geht so ein bisschen so in so eine Kampf, in so eine Boxhaltung ein. Aber richtig verwirrt. Der Held kommt zu ihr. Beschütz mich! Ja, gut. Bin noch zu jung zum Rapen. Okay. Alright, das war dann Abels Zug und damit ist der dran. Der die Wunde natürlich spürt deutlich, aber auch spürt, wer die Wunde zugefügt hat und deshalb dreht er sich zu Kauti um. Und er hat keinen Speer mehr. Ja, aber er springt einfach drauf und versucht dich zu beißen. Oh, springt einfach auf die drauf und versucht dich zu beißen. Ah, ja. Das trifft dich safe, das ist eine 21. Boah. Alter, der wird gleich so hart sterben. Sag schon mal tschüss zu deinem rechten Ohr. Boah, Alter, Mike Tyson Goblin, Junge. Und das sind 3 Schaden, als er dich an der Schulter, einfach sich an deiner Schulter festbeißt. Du also merkst du, wie ganz viele Messerscharfe, wie so Rasierklingen einfach deine Schulter ins Fleisch gebohrt werden. Und du spürst halt den wirklich die Sabber von dem einfach dein Arm umschließen, was mit Blut verwischt. No. Alter, und Goblin AIDS, Junge. Let's go. Einfach Goblin AIDS. Und damit ist Nefertiri dran. Die Katze. Das war Abel gerade. Also hängt der jetzt noch an ihrer Schulter dran? Mhm, absolut. Okay, dann würde ich halt gerne Flowing Blows aktivieren und zweimal auf seinen Kopf hauen. Oh Gott, wehe, du triffst jetzt nicht. Wehe, du triffst jetzt. Auf normal, dass die Würfe nicht allzu schlecht sind. 1-1. Ja. Oh Gott, ey. 13? Nein, da ist die 1. Da ist die 1. Hast du 1 gewürfelt? Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Ich würde aber normal angreifen wollen, dann wäre es nicht passiert. Wir werden alle sterben. Einfach Kauti. Ich verspüre das gerade verlangt, noch mehr Leben zu besitzen. Oh mein Gott. Ich würde mich dann würfel mal bitte den Damage aus, Nefertiri, den du mit einem Schlag machen würdest.
4. Und bei okay. Muss ich jetzt bei der 1 auch was würfeln? Das wäre dann, also die 1 ist der Patzer letztendlich, weil du schlägst zwar zu, aber der Goblin, der ist zwar festgebissen, aber macht so eine Handbewegung und damit lenkt er quasi den Schlag um und du erwischst halt Kauti mit voller Wucht an der anderen. Also so an dem Brustkorb und machst ihr halt 4 Damage. Warte mal, weil ich den ersten habe ich geschafft, aber weil ich den zweiten... Also den ersten hast du auch, der hätte ihn auch nicht getroffen. 13 hätte nicht gereicht zum Hitten. Ach so. Oh Gott. Nefertiri! Was geschieht da? Ich muss mich irgendwo hinstellen, wo ich niemanden treffe. Ich gehe jetzt hier rüber. Ich denke jetzt den. Oh Gott. Yikes. Dann ist... Einfach das komplette Spiel von Miguel kaputt gemacht. Ja, der Goblin mit 2 kleinen Dolchen... Oh mein Gott, Alter. ...greift jetzt dann Nefertiri an, die so ein bisschen erschrocken natürlich nach hinten geht und dann so ein bisschen ihre Seite missachtet und dann... Nein, ich gehe ganz entschlossen dahin, also ich hab mich extra dahin bewegt. Um ihn zu tanken. Okay, alright. Der nimmt da die Einladung also dankend an, wie es aussieht, und greift dich an. Trifft dich aber tatsächlich nicht. Der versucht mit beiden Dolchen auf dich drauf zu springen und du hältst quasi so einmal deinen Stab so quer dahin und der schlägt gegen den Stab und versucht so mit den Dolchen dich zu erreichen, aber du kannst ihn auch so weghalten von dir. Ich bin so am Rangeln mit dem so. So klein. Einfach mal rangeln mit einem Goblin. Der Bogenschütze. Ja, der greift halt auch Kauti an, weil sie am nächsten da ist und in der Sichtlinie ist. Kauti, Richtung Tank. Ich meine, guck mal, was soll ich machen? Der Bogenschütze wird nicht so klug sein und auf den anderen Bogenschützen draufgehen. Oder an den Armbrustschützen, der da hinten ist. Der sieht mich auch gar nicht. Ich versteck mich. Und das ist halt eine gewürfelte 16, also insgesamt eine 18. Uff. Das trifft also halt auch. Oh Gott, Kauti. Ich einfach hier. Also wie gesagt, ich fühle mich nicht wie ein Tank, ne? Ich fühle mich wie so eine Tontaube, die gerade abgeschossen ist. Oh no! Du kriegst, 2 also, Schaden. Du machst genau das, du tankst. 2 Schaden. Ich krieg einfach gleich ein Heal und dann ist gut. 2 Schaden Kauti als einer dieser kleinen Pfeile, die dich an der Wade trifft. Und dann ist so, wir wären jetzt schon tot, wenn du nicht tanken würdest, also. Dann ist als nächstes Kauti dran. Okay, der Typ ist dann auch auf mir drauf, oder was? Ja, absolut. Schmeiß ihn auf den anderen. Ich würde den gerne. Der ist ja auf mir drauf. Kann ich den irgendwie. Ja, ich. Auf welcher Seite befindet er sich? Rechts oder links? Von dir drauf, auf deiner linken Schulter. Kann ich mit dem Schwert so richtig so reinstechen und das... Was? Wie willst du reinstechen? Ja, einfach so reinstechen, so. Du hast halt kein Dolch, ne? Also dein Langschwert reicht nicht. Also diese Bewegung ist mit einem Aber ich kann ihn nicht hauen, aber ich kann ihn trotzdem angreifen, oder nicht? Du kannst schon angreifen, ja. Du kannst versuchen, ihn irgendwie so wegzuschlagen mit dem Schwert, aber jetzt so wirklich so reinstechen. Ich würde ihn mit meinem Schwert hauen. Mhm. Somehow. Mhm. Net 20. Okay, ja, das ist ein Crit. Kann ich nichts sagen. Und eine 6. Okay. Damit, schaffst du es tatsächlich auch mit dem Schlag, der ist zwar festgebissen, aber du schlägst mit deinem Schwert zu und erwischst ihn halt auch von hinten am Rücken und du spürst halt, dass du wirklich auch mit dem Schwert tief reinkommst und du merkst halt auch augenblicklich, wie dann dieser Biss dann loslässt und der dann halt an dir so ein bisschen runter schleicht so einfach und einfach bewegungslos auf dem Boden bleibt. Der ist tot. Ich würde ihn nur angucken und sagen, sowas von unzivilisiert. Beißt einfach im Kampf. Der hat keine Waffe, was soll der machen? Nach Hause gehen. Alright, das war Kauti. Und damit ist jetzt Rodin dran. Ich, die hier habe ich auch vernommen. Mhm. Gott, Alter.
1, 2, 3, 4, 5. 5 darf ich gehen, ne? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße, Mann, die sind zu weit weg. Die kommen ja gleich noch, die sind gleich noch dran. Ja. Moment, ich stand hier. 1, 2. Ja, hier. Und schieße auf den Boy. Okay. Der ist gerade noch so dran, versuchen, genau, so an die Verteidigung von Nefertiri durchzukommen. Ja. Oh, Mann, das ist gerade von 17 auf 3 rüber gewechselt, Mann. Boah, Junge, 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 ja. Was hast du insgesamt? Nee, 9. Nee, nee, 9 ist zu wenig. Ja, auch da siehst du, Nefertiri, du bist gerade dabei, so einen Goblin von dir fernzuhalten, der mit den Deutschen auf dir drauf am Springen ist, und dann siehst du so einen Armbrustbolzen, wie der in die Wand einschlägt, so einen Meter neben dir. Und der Rodi so, ups. Ich hasse Höhlen. Ja, ich merke das. Philo, du bist dran. Ja, ich würde hinrennen, um Nefertiri zu unterstützen. 1, 2, 3, 4. Stell mich hinter sie und würde dann über sie mit meinem Speer so einen Schwungangriff machen. Mhm. Mit einer 14 to hit. 14 trifft. Scheiße. Das sind dann 5 Schaden. Mhm. Während ich ihm so ein bisschen so den, sehr, wahrscheinlich so die Schulter aufslice oder so. 5 Damage. Du schaffst auf jeden Fall mit dem Schlag. Der ist ja noch so ein bisschen so halb in der Luft sozusagen, und Nefertiri ist dran, mit dem Stab den irgendwie abzuwehren, und du fakst ihn quasi einmal so von der Luft und erwischst ihn auch voll mit dem Speer, reißt ihn auch eine relativ tiefe Wunde im Brustkorb. Der fällt halt aber nicht, der wird nicht weggesteuert oder so, sondern fällt hier einfach zu Boden und rappelt sich auf, schreit zwar so 2-3 Mal, als er seine Wunde sieht, aber der ist halt noch nicht irgendwie tot oder in akuter Lebensgefahr. Aber es ist auf jeden Fall eine große Wunde, die du hinzufügst. Passt auf euch auf, Nefertiri. Wir dürfen hier nicht untergehen. Okay, damit haben wir Top of the Round. Und ich bin nochmal ein Aspirin mir holen. Bis gleich, ja, I'm sorry. Bis gleich. Kein Thema. Let's go. Bam, 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 ja, alle gestaffelt stehen. Bam, 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 bam. Oh nein, jetzt fängt die ganze Kacke auch noch kämpfen. Ach du Scheiße. Die Zwerge haben bestimmt Pack-Tactics, deswegen stehen die alle zusammen. Ich hoffe, die sind auf unserer Seite, die Zwerge. Ist ja auch noch nicht safe. Mhm. So. Oh mein Gott, ihr habt einfach. Uff. Also, das ist halt. Das habe ich echt nicht erwartet. Worst Outcome. Worst Outcome. Wie viele sind hier bitte noch? Tja. Ach, heilige Scheiße. Ein paar. Hat einer von euch so einen großen Feuerball? Ich hab einfach legit so ein kleines Problemdorf jetzt einfach aufgescheucht. Ja. Ihr seht. Warte, ich muss wieder in die andere Ebene. Wie die Goblins mittlerweile Sophia erreicht haben und Abel. Und beide anfangen auf Sophia einzudreschen. Juhu! Hallo! Er trifft sogar Sophia. Sophia, du machst das ganz toll. Aber wenn Sophia stirbt, ne? Dann stirbst du auch. What? Ich würde sagen, das ist eine Angstschuld.
Also, ihr seht auf jeden Fall, wie, also Abel, du siehst auf jeden Fall, Rodin, du siehst das halb auch, so im Augenwinkel, auch wenn du auf einen anderen Goblin fokussiert bist. Ihr seht halt, wie, achso, der ist auch noch. Okay. Ihr seht halt, wie der Armbrustschütze hier der Goblins auf Sophia schießt. Die weicht zwar den Schuss gekonnt auf, aber missachtet dann halt, wie schnell die anderen zwei auf ihr drauf sind. Und die beiden springen halt von beiden Seiten auf ihr drauf. Und man sieht halt wirklich, wie der eine mit einem Dolch Sophia trifft und der andere mit so einer Art Keule auf sie einschlägt. Und die so leicht direkt zu Knien geht. Und so Probleme hat, sich die vom Leib zu halten. Die halt einfach gerade die übermannen, sozusagen. Ein bisschen. Oh nein, Sophia wird geraped. Sophia, weiter so. Sophia wird geraped, no. Ach so. Wir müssen schon fliehen, ne? Also, oder willst du das abhauen? Abel ist unser Vorbild für diesen Kampf. Ihr seht, wie vier von diesen Gestalten, die euch ein bisschen fremd vorkommen, die auch viel zu klein sind für normale Menschen, aber die richtig schwer gepanzert und mit langen Bärten und langen Haaren so um die Ecke kommen, und aber mit dem Rücken zu euch. Der hier, der obere, dreht sich aber in eure Richtung und schreit nur: Was seid ihr denn für Narren? Habt ihr noch nie gegen Goblins gekämpft? Und guckt dann zu seinen drei anderen Leuten und sagt: Brüder, formiert euch! Und die bilden halt dann so einen Wall und gehen halt so ein bisschen in so eine leichte Hocke und ziehen dann halt verschiedenste Waffen. Also einer hat zwei Äxte, der andere hat ein Schild und ein Schwert, der andere zieht so eine Zweihandaxt und der andere hat wie so einen fetten Hammer einfach nur. Und ihr hört schon die Goblins von der Seite halt draufrennen, aber die haben halt wirklich wie so einen Wall jetzt einfach gebildet. Krass. Und ja, top of the round. Arisa, du bist dran. Ja. Ich heil mal Kauti. Mhm. Wo ist mein... Hallo. Da. Sechs. Okay. Kauti, kannst dir sechs Leben wiedergeben. Thank you. Nice. Keine Musik, by the way. Ja. Keine Musik mehr? Mhm. Doch, bei mir läuft noch. Echt? Ja. Bei mir auch. Ist nur nicht so laut gerade. Tatsächlich. Okay. Ändern wir jetzt ein bisschen die Musik ruhig. Oh, tschüss. Boah, ja, geil! So, Leute, jetzt will ich hier mal Würfel sehen, die aus. Halt deine Schnauze! Next one in der Liste ist damit Abel. Der Goblin Slayer Soundtrack. Abel jetzt nicht angreift, dann ist das Feind. Das kriegst du gar nicht so mit. Uff. Kann ich mich weinend auf den Boden werfen? Kannst du machen. Und unter die Beine von Sophia kriechen. Richtig gutes Feeling. Während man auf Sophia einprügelt, weißt du? prügelt Armin selber mit auf Sophia und tut, als ob den Goblin nicht erst. Ja, ich greif den mal an. Abels erster Angriff in diesem Pen Paper. Dann musst du noch einen näher dran, ne? Ja, und ich würde dann auch gleich dieses Fantali Caving Shield benutzen. Alright, let's go. Und in dem Moment leuchtet dein Dolch so ein bisschen grün auf, als du die Worte aussprichst. Und ich schätze mal, du greifst ihn direkt vor dir an, hier, den hier, ne? Ja. Der ist gut. Der ist, Moment. Ich hab ja jetzt eins mehr, weil ich schon eins eingeschmolzen hab. 5, 10,
23. Nee, warum hast du eins mehr, weil du eingeschmolzen hast? Nee, du hast jetzt... Ich hatte okay, deine Geschicklichkeit. Du hast Geschicklichkeit, ja, plus, weil du... Ach, wegen dem Dolch von Leon, ne? Ja, aber das hat nichts mit der Waffe an sich zu tun. Also nicht damit zu tun, dass du Dolche einschmilzt, sondern weil das der Effekt von der Waffe von Leon war, genau richtig. Ja, aber trotzdem plus eins nochmal. Und nochmal plus eins wegen Arisa, weil die ja den Buff gegeben hat, genau. Aber und dann habe ich 24. Ja, ja, trifft dann. Dann habe ich 24. War keine gewürfelte 20, aber, ne? Nee, eine 18. Okay, nee, wegen Crit. Okay, du triffst, dann darfst du den Damage auswürfeln. 8. 8 Damage? Max Damage, oder was? Ja, das war Max Damage. Schmeckt! Geil, schmeckt! Ja, damit one-shottest du den auch tatsächlich direkt. Bo- Also, ich wollte nur Sophia auch mal die Chance geben zu strahlen und halten ihn wieder. In deiner Panik so ein bisschen ziehst du deine zwei Deutsche, erinnerst dich dran. Ich bin vermutlich so. What the fuck? Erinnerst dich dran, dass du ja was Neues bekommen hast, einen neuen Skill. Fokussierst dich auf den und einer dieser zwei Goblins, der auf Sophia drauf ist, und stichst ihn halt mit beiden Dolchen einfach so in den Rücken, und als du die Dolche rausziehst, wieder, kippt er direkt zur Seite leblos um. Also den hast du direkt. Aber wie ist es jetzt, wenn der tot ist, dann verfällt praktisch der nächste Autoschaden einfach. Genau. Du hast ihn halt legit jetzt einfach gewone-shottet. Aber ja, wäre da noch ein Dot dabei gewesen, oder was? Sonst wäre noch ein Dot von 4 Damage nächste Runde gewesen, genau. Ah, krass. Ah. Einfach die Leiche gleich so, au! Die explodiert gleich in so eine Blutfontäne. Seems legit. Oh, shit. Alright, sehr gut, Abel. Damit ist der Tod. Nefertiti ist dran. Los, mach ihn fertig! Oh, ja, ich hau den vor mir, ne? Ja, ja, ja. Ich mach nochmal Flowing Blows. Warum nicht? Jetzt steht ja keiner davor. Aber hinter dir. 15. Trifft. Und 18. Oh, lecker. Nice. So, komm jetzt. Gib ihm. Gib ihm gut. Gib ihm richtig. 5, 3, also 8. 8 Damage. Lecker, schmecki. 8 Damage reicht auch bei dir genau aus, um den auch zu töten. Ja, dann würde ich den wahrscheinlich so, weil er ja noch an meinen... Der war ja auch schon angeschlagen, sowieso. Ja, also der hing ja nicht mehr wirklich an dir dran, weil Philo den ja von deiner so ein bisschen, ne, dir geholfen hatte und den Schlag. Der war halt auch schon verwundet und du nutzt direkt die Chance und gibst den halt so zwei schnelle Schlagkombinationen, und beim zweiten Schlag hörst du so richtig so ein Kick, als du dem einfach das Genick damit brichst und der tot umkippt. Weg damit. Soll ich? Weg mit den Viecher. Raus mit den Viecher. Okay, sehr gut. Du kannst auch gehen, wenn du willst, ne? Ja. Weg von denen. Und das Mana von die Fähigkeiten streichen. Genau, das mache ich gleich noch. Und ich würde... Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. All ich würde right. den anderen da unten zur Hilfe ein. Okay. Sehr gut. Dann ist erstmal der hier dran, der wiederum auf Kauti wieder schießt. Diesmal aber nicht trifft. Du siehst den Pfeil von dem Goblin kommen und wehrst den so mit deinem Schwert ab. Ja, und triffst den damit nicht. Aber... So, die muss ich jetzt gleich machen. Ach du Scheiße. Alles gut, ich shield dich, kein Problem. Wir machen das schon. Easy peasy. So. Alright. Da. Hier kommt man nicht es durch, ist halt oder? So, als hätte genau, lang da jemand durch. Das Bein abgetrennt und würde dann sagen, oh, kein Problem, ich zahle das Pflaster. Ja. Kein Problem, ist so. Kein Problem. Ich tue ein paar Kräuter drauf. Kauti ist dran. Warte, der steht direkt vor mir, ne? Der neue. Nicht direkt. Also du musst das Einfeld gehen, der ist hier ist dazwischen. Okay.
Ja, gehst rein? Okay. Ja. Halt die einfach mal auf, quetsch die! Ja, weil die verteidigen das halt hier, wenn wir jetzt wegrennen, dann werden die von zwei Seiten eingekesselt. Wie gesagt, ich halt dir. Hast du schon mal eine Stiefelpizza von Goblins bekommen? Nix! Ja, und halt voll assi, wenn wir die jetzt durchkommen lassen und die dann halt von zwei Seiten angegriffen werden. Oh mein Gott. Ehrenhaft. Ehre. Philo, ja, du musst dir helfen. Die können auch wegrennen. Philo! Ich hau dem Typ davor mir mit dem Schwert ins Gesicht. Mhm. Richtig so. Los, mach es lecker. Ist nur 19? Ja, es ist Okay, ja, trifft. Die Musik, Miguel, die ist sehr emotional und beautiful. Wo ist das hier? Goblin Slayer ist so. Scheiß drauf. Das ist Goblin Slayer, aber ja. Full emotional, beautiful, alles. Also nicht immer. Gib einfach Kampf. Ja, ja. Goblin. Wie viel Damage? Syrei. Okay. Voll einfach ins Gesicht gehauen. Let's go. So, ich bin ganz kurz auf Klo. Was? Wie viel Damage hast du gesagt? 5. Okay, 5. Du gibst den auf jeden Fall einen tiefen Cut, der kann aber mit dem Schild noch so ein bisschen abweichen, den Schlag. Und deshalb rutschst du nach unten mit dem Schwert und du reißt den halt eine tiefe Schnittwunde am Oberschenkel. Der knickt so ein bisschen ein, aber du hast ihn halt jetzt nicht lebensgefährlich damit verletzt. Oh, ich glaube, ich bin nächste Runde. Ich glaube, wenn ich von der Schleife wiederkomme, bin ich tot. Was? Das war Kauti und damit ist Rodin dran. Ich schieße auf denjenigen, der auf Kauti draufgehen möchte. Also, der hier. Das sind 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ich, ne? Geh so in die Hocke, also, ne? In Schussposition. Versuche, meine Atmung zu kontrollieren. Und schieße. Mit einer gewürfelten 18. Trifft. Ein W10 Damage. Das sind satte. Das ist nur reiner Würfel, ne? Mhm. Das sind satte 2 Damage. Ja! Der hat einfach noch ein Lebensboden. Oh mein Gott, Alter. Mann! Du triffst ihn halt mit der Armbrust diesmal, du konzentrierst dich ein bisschen, versuchst ein bisschen deine schlechte Erfahrung und Ängste in Höhlen mit Goblins beiseite zu schieben. Triffst ihn tatsächlich auch, aber leider nicht an einer direkt lebensgefährlichen Stelle wie Kopf oder so, sondern eher so in der Bauchgegend. Er geht zwar auch kurz dann so in die Hocke, aber ja, er steht halt leider noch. Ich hab halt versucht, nicht Kauti zu treffen, anstatt ihn zu treffen. Basically. Ja. Philo, letzter. Los, Philo! Ja. Achso, ich lade nach. Philo ist immer noch der Meinung, man sollte wegrennen, aber ich will jetzt auch Kauti da nicht hängen lassen. Deswegen nehme ich meinen Speer und werfe das einmal so kurz hoch, dass ich einmal umgreife. Und ja, rufe: Auf dass die Höllenflammen vom Himmel auf euch niederregnen! Und ich möchte meinen Speer auf die Decke über diesem Goblin schmeißen, in der Hoffnung, so ein bisschen Geröll auf diese ganze Horde von Goblins niederregnen zu lassen und den Weg zu versperren. Und ich rufe: Meteorite Strike! Alright, das ist der zweite, der seinen neuen Skill präsentiert. Ja, Meteorito Strike. Ja, hier, ne, in die Richtung, ne? Also über den roten möchte ich das gerne so. Und so ein bisschen wirklich so Geröll und. Dann würde ich dir aber diesmal tatsächlich einen Geschicklichkeitswurf von dir verlangen. Für sowas. Okay. Kriegst du hin. 7. Oder auch nicht. Also, du wirfst den Speer. In dem Moment, by the way, wo der Speer trifft und der Skill quasi zu Ende ist, fliegt er direkt wieder zu dir in die Hand zurück. Du triffst die Decke und es fallen tatsächlich 2-3 Brocken. Du siehst auch, wie du tatsächlich einen der Goblins damit triffst.
weil der jault vor Schmerz auf, als dieser Brocken den wirklich so an der Schulter trifft. Er bringt ihn aber auch nicht um. Aber es war halt nicht ganz die Wirkung, die du dir erhofft hast. Also es ist nicht wirklich viel Geröll gefallen, sondern eher nur ein großer Stein, ne, den du dann so quasi abgehakt hast und der auf ihn draufgefallen ist. Sad. Aber du dann... hast den hier damit verletzt. Okay. Ja, schade. Aber dann möchte ich mich noch, aber trotzdem auch, na gut, wenn ich dann nicht zu ihm komme, dann möchte ich mich hier so dahin bewegen. Okay. Zwischen die Zwerge und Kauti, dass ich da flexibel bin. Alright. Dann haben wir... Weil jetzt scheinbar können wir nicht einfach so wegrennen. Das bleibt. Uff. Ciao, Kakao, Leute. Oh, das ist ja voll unfair. Gott. Können die zwischen die durch oder was? Die können sich ja zwischen den anderen Goblins bewegen, die Felder. Das ist ja kein Thema. Okay, War schön mit euch. Als erstes kommt ein Armbrust-Pfeilgeschoss auf Philo tatsächlich geflogen. Weil du bist in der geraden Linie und der sieht halt tatsächlich dich als erstes sogar noch, ein bisschen bevor er Kauti sieht, und der schießt einfach direkt auf dich los. Trifft dich aber nicht. Also du gehst dann einfach einmal kurz zur Seite und der Bolzen schlägt irgendwo in der Decke ein, weil er nicht gut geschossen war. Dann kriegt Kauti jetzt 3 Melee-Attacks ab. Von 3 Goblins. Der erste mein trifft Gott. Dich nicht. Der zweite trifft dich. Oh Gott. Der trifft dich auch. Oh Gott. Kauti wird richtig niedergeknüppelt, Alter. Sag's doch, ich bin eine Tontaube. 6 Schaden. Du weichst den ersten Goblin aus. Der kommt auf dich zugecharged. Du bückst dich. In dem Moment springt einer von der Seite. Der erwischt dich direkt auch mit dem Schwert. Du bleibst ein bisschen an dem verheddert. Und von rechts kommt ein anderer drauf gesprungen. Und du bist jetzt auch so gerade so von 3 halt ein bisschen umringt und versuchst da ein bisschen deinen Ground zu halten, damit die dich nicht einfach übermannen, einfach einen Haufen auf dich machen. Und ja, ihr seht, wie der hier mit so einem Stab so anfängt, den so zu kreisen. Oh, und über ihn ein kleiner Feuerball entsteht, der langsam ein bisschen, immer ein bisschen größer wird. Der Kollege. Oh, no. Top of the Round. Hier noch. Abel, du wirst diesmal von dem Armbrustschützen gefokust, nachdem er sieht, dass du einen seiner Kumpanen direkt ins Jenseits befördert hast. Eine 13. Eine 13 trifft dich, glaube ich, auch, ne? Safe. Du bist gemutet, May? Ich habe genau 13 Rüstung. Oha. Ah, stimmt, du hast ein Item, ne? Was dir plus 1 Rüstung gegeben hat, ne? Und damit trifft er dich sogar nicht. Ja, sehr gut. Du. Ah, nee, mit dem Item habe ich, glaube ich, sogar noch. Nee, stimmt. Mit dem Item, weil du hast 12 wegen der Rüstung und plus 1 wegen diesen Armschienen, ne? Glaube ich. Ja, genau. Und du, vor Angst, bückst du dich auch und dann hörst du so ein Kling, als er gegen die Armschienen, diese metallenen Armschienen der Armbrustbolzen fliegt. Der Goblin hackt aber weiter auf Sophia ein. Das ist ein Crit einfach. Oh no! Oh, Sophia darf nicht sterben, Leute. Sophia kriegt halt. Der hat 2 Dolche und der kriegt einen Dolch in den Unterleib rein. Und ihr seht halt, wie Sophia so ein bisschen in die Knie geht. Also mit einem Knie zumindest schon den Boden berührt und schon Probleme hat, noch zu stehen. Die ist so eher in der Hocke gerade. Und sie hat halt auch relativ viel Blutverlust gerade. Scheiße. Jetzt ist Top of the Round. Nefertiti, du bist dran. Sorry, Arisa. Sorry.
Arisa? Ja. Lass mich doch überreden, überlegen hier. Ist die ganze Runde Zeit zu überlegen. Nee. Ja, ich heile wieder. Wen? Kauti. Okay. Ja, weil wen soll ich sonst heilen? Okay. Das wären 7 Heal. Alright, das ist wieder voll. Back to full. Heal MP. Okay, bewegst du dich noch, Arisa? Nee. Dann ist Abel dran. Abel, du guckst gerade dann wieder so hoch, als du siehst, dass der Armbrustbolzen dich nicht getroffen hat. Und sie eigentlich ja doch den Goblin, der auf Sophia einschlägt. Na gut, dann rette ich eben diese hilflose Frau, wenn die eh nichts kann. Ja, du siehst halt gerade, wie die so ein Dolch in die Magengrube bekommen hat und sich festhält, mit einer Hand dagegen presst, aber überall Blut austritt. Ja, dann rette ich die mal. Okay, dann musst du erst zu ihm hin, ne? Ja, ich würde erst zu ihm hin und... Buf. Nee, ich habe eigentlich nicht mehr das nötige Mana dazu. Ich greife ihn mal normal an. Mhm. 14, 19. Trifft. Ist Treffer. 7 Schaden. Okay, heftig. Gut. Reicht aber nicht ganz. Aber du kommst von der Seite, der ist halt noch mit so ein bisschen mit Sophia, an Sophia dran. Du kommst von der Seite und im Laufen mit 2 Dolchen schlitzt du den einmal komplett von oben nach unten auf und der krümmt sich vor Schmerz und dreht sich jetzt in deine Richtung um und du siehst halt, dass er auch nicht mehr viel aushält. Aber der ist noch entschlossen, dir zumindest seinen Racheschlag zu verpassen. Okay. Du lass doch Sophia geben, die ist doch eh schon so glücklich dabei. Alright, als nächstes ist Nefertiti dran. Oder? Ja. Mhm. Dann würde ich halt direkt hinterher rennen. Mhm. 1, 2, 3, 5. Ja. Und versuchen, den den letzten Schlag zu geben, damit er dann halt nicht mehr stehen kann. 13. Trifft. Kommt schon. 1. Oh mein. Er hat halt nur einen Lebenspunkt. Okay. Nur noch gehabt, tatsächlich. Oh, und deshalb machst du nur so einen Pock und er kippt einfach so nach hinten oben so tot. Den Todeskampf aufgegeben. Ja, also es ist letztendlich ein Gnadenstoß, den du den verpasst. Ich möchte ihm gerne ins Auge gestochen haben. Einmal so richtig rein, so man hört so. Als du den wirklich durchs Auge durchstichst. Okay, alright. Sehr gut. Das war Nefertiris Zug und damit ist erst der Bogenschütze hier dran, der Kauti angreift. Ich schwöre, net 20. Wieder ein Crit. Oh mein Gott. Die Kauti, oh no! Sind aber nur 4 Damage. 4 Damage, Kauti, als der Pfeil diesmal deine Schulter durchbohrt. Und du kriegst halt die ganze Zeit Wunden, aber du siehst halt von hinten Arisa, die ganze Zeit ihre Magie am Benutzen ist und die Wunden sich halt konstant wieder neu schließen. Voll sadistisch, ja, okay. Eigentlich. Kauti, du bist dran. Okay. Ich greife den vor mir wieder an. Den hier, ne? Ja, okay. Ich überlege gerade, warte. Also, by the way, ich glaube, da warst du auf Toilette. Rodin hat ihn auch angegriffen und getroffen. Der ist fast tot. Ja, ich glaube, ich benutze aber jetzt meine Fähigkeit, weil ich halt nicht. I don't wanna die. Ich kann nicht noch 4-mal healen.
Aber vielleicht musst du das dann gar nicht so oft. Wait. Ich möchte mein eigenes Schwert holen, weil ich möchte das Schwert kurz so halten und die Fähigkeit einsetzen. Warte, muss gerade nachgucken, wie die Attacke heilt. Aber ich kann die einsetzen und immer noch angreifen, richtig? Ja. Ja. Dann halte ich mein Schwert so fest. Und guck die Gegner ins Schloss an und schrei: Menacing Roast! Und dann stürme ich wie im Aragorn-Charge. Wer Freude! Okay. Warte, erst noch 5 Mana abziehen. So. Ihr seht, wie sich Dornenranken um die Klinge von Kauti bildet und an dem Schwertknauf eine Rose erblüht. Trifft. Und eine 6. Ja, das sind 6 Damage, aber der hatte eh nur einen Lebenspunkt. Und da ich die damit Hälfte wiederbekomme, genau, bin ich bei 24. Lifesteal. Geil. Yep. Das war der für gedamaged war, oder wie? Genau, ihr seht, wie sie halt zuschlägt und dann diese Ranken anfangen zu leuchten, als sie einfach einmal blutgetränkt vom Goblin dieses Blut absorbieren und die Rose letztendlich dann anfängt mehr zu erblühen. Nice. Und um Kauti herum wie so eine leicht rötliche Aura entsteht. Und ihr seht, wie die Lebenspunkte von ihr hochgehen. Krass. Alright. Next one. Die waren schon. Ich wollte eigentlich eure ganzen Fähigkeiten nur rauszögern, deswegen hab ich das gemacht. Genau das. Scheiß auf dich, Mann. Rodin, du bist dran. Sehe ich den Feuerball? Ja, den siehst du mittlerweile. So, Miguel, ist der Bogenschütze eine Deckung? Nein, ist er nicht. Fick dich, Junge! Das ist keine Deckung, nein. Warum nicht? Nicht in dem Sinne. Scheiße. Aber, also der wäre bei dir eine Deckung. Der wäre in Deckung. Ja, juck mich, ich muss den hier. Den hier will ich erwischen. Wenn ich hingehe, kann ich den dann aimen? Weil wenn nicht, dann ist er ja gedeckt. 1, 2... 6. Du kannst den aimen, klar, du siehst ihn. Werde ich aimen. Okay, also Hunters Mark? Ja, mit Hunters Mark. Ja. Das sind 19. Trifft. Und zwar schieße ich. Minimal damaged. Aber das ist ein 7 Damage. Nee. Aber minimal. Der überlebt halt auch trotzdem ganz knapp. Xara. 7 Damage. Du triffst ihn an der Schulter und du siehst halt, wie der dann die Schulter komplett loslässt, den Stab aber noch mit einer Hand so am Kreisen ist und damit die Flamme nicht ausgeht, so nach dem Motto. Aber der einfach schon, dem fehlt halt, du hast ihn halt wirklich ein riesen Loch in die Schulter geschossen. Scheiß auf den, der hätte den Stab fallen lassen. Und damit ist Philo dran. Warte, ist der jetzt noch am Casten? Ja. Der ist noch am Casten. Der ist noch am Casten. Komm ich da oben rum, hier? Komm ich da vorbei irgendwie? Also hier oben kommst du nicht, hier ist Wand. Du kannst aber über Kut. Schade. Kauti laufen. Ich laufe über Kauti. Ja, kann ich durch Verbündete durchgehen oder wie ist das? Ja, man kann durch die Verbündete durch. Also du könntest tatsächlich. Du kannst nur nicht in verbündeten Feldern stehen bleiben. Du könntest hier hinlaufen. Da stehe ich da mittendrin, aber. Ja, aber du würdest nicht, ein paar. Du würdest ein paar Gelegenheiten haben. Ja. Ich laufe hier außen rum. Geh wieder in meine Wurfhaltung. Ne? Ich war rechts unter dem Typen, ja. Dann kriegst du aber trotzdem einen Hitler. Ja, aber sonst bin ich in Reichweite leider. Muss ich nehmen. Der trifft dich auch. 4 Damage. Ach scheiße, ne. Tschüss. Der gibt, während du dich umpositionierst, gibt er dir von hinten noch mit dem Schwert so eine mit. Egal. Ich gehe in meine Haltung.
auf das Luftziffer euch mit in die Hölle reißt. Und ich werfe mein Schwer Meteorite Strike auf den Magier. Okay. Und das ist eine 16 to hit. Trifft. Ja. Und das sind 10 Schaden. Du wirfst halt, ihr seht halt, wie so, als er den Speer ankündigt sozusagen, wie eine Flamme an der Spitze entsteht. Und als er den wirft, wie sich so, wie so ein Komet in übertriebener Geschwindigkeit in Richtung dieser Goblins fliegt und diesen Caster, der nur noch mit einer Hand so seinen Zauberstab am Schwingen ist, einfach den Speer triffst und du nagelst ihn halt direkt an der Wand fest, aber der Impact von diesem Strike sorgt dann einfach dafür, dass er komplett zerplatzt, als der Speer wieder in deine Richtung fliegt. Was aber passiert ist, dass dieser Feuerball jetzt so wie so eine Löwenzahn samenmäßig so langsam zu Boden schwebt und hier explodiert. Oh. Let's go! Muss ich mal kurz den Damage auswürfeln. Warte, ich hatte ja Schild. Ja, die sind alle tot. Yes! Es geht, ihr seht das wirklich so wie so in Zeitlupe, so ein Feuerball den Boden berührt, und als er den Boden berührt, fängt diese Flamme, fängt sich einmal an zu twirlen, wird einmal so richtig groß und dann hat man so ein, wie so ein Kanonenschlag. Ja, die sind alle tot. Die werden alle incinerated. Kauti, du kriegst 15 Schaden. Boah. Kein Problem. Ich helf dir. Okay. Gut, dass wir das abgebrochen haben, Rodin. Sonst wären wir jetzt tot. Wir stehen nämlich auch schön alle zusammen und, jetzt. Und, kleine Info, Rodin, ja? Ach Rodin, Philo, ja. Bei dir, als du das machst und der Schwer wieder zurückkommt, poppt wie so ein Alert-Fenster in deinem Interface auf und dann steht Unique Skill Unlocked. Okay. Okay. I take it. So, ich wollte den haben. Aber der hat mir schon 20 Euro überwiesen für heute, deshalb muss ich Alex das geben. Tut mir leid. Ja, du musst mir mal deine IBAN schreiben, ne? Ja. Scheiß auf euch, Mann. Okay, top of the round. Erster Multikill oder so. Top of the round. Wahrscheinlich, ja. Der hier sieht halt, was gerade passiert ist. Und lässt seine Armbrust hier fallen und läuft einfach raus. Tschüss. Und so, und läuft einfach ins Freie. Und ja. Der verfolgt einfach meinen Plan, der Arsch. Und damit seht ihr, dass kein Goblin mehr direkt bei euch dran ist. Aber ihr hört und seht halt, wie diese Zwerge noch am Kämpfen sind und als ihr in deren Richtung guckt, seht ihr, dass tatsächlich einer dieser Goblins auf einen so einen 2,5 Meter großen, schwarzen wolfsähnliches Wesen drauf sitzt und ein bisschen mehr gepanzert auch ist und alles und ja, der sieht ein bisschen auf jeden Fall ein bisschen anders aus als die anderen Goblins und ihr seht auch, wie auch Feuerbälle hier entstehen von anderen. Ja. Aber das seht ihr nicht genau, also seht ihr nur so in der Luft halt. Aber die Zwerge scheinen nach und nach auch hier die Goblins dezimiert zu haben, weil ihr seht halt wirklich, wie die mittlerweile in Goblin-Blut stehen und so zwischen denen so einfach schon überall so Körperteile von Goblins liegen. Und dann würde ich sagen, machen wir aber hier einen Cut für heute. Kann ich noch kurz healen? Nee, mach das nächstes Mal. Haben wir viel geblowt, Alter. Können wir noch kurz sehen, was wir sehen, wenn wir mit Magic Eye auf die Goblins gucken? Ihr seht ihn nicht genau. Also ihr seht vor allen Dingen diesen Vag. Ihr könnt bei dem Vag-Typen steht halt Goblin-Anführer und Level 5. Tschüss. Das seht ihr noch.
Bei den Zwergen sehen wir nichts, oder was? Was hat er für einen Unique Skill bekommen? Hallo? Das sage ich ihm gleich nachher. Die Goblins, die Zwerge könnt ihr durchaus, ja. Alex. Von oben nach unten seht ihr deren Name und die sind alle Level 4. Von oben nach unten, ne? So, das war der. Der zweite. Achso, du schreibst das in den Chat. Achso. Damit cutten wir, wie gesagt, machen wir hier einen Cut. Haben wir bis zwei, das ist in Ordnung. Hätte ich den Unique Skill bekommen, hätte ich einen Damage mehr gemacht. Also, wenn ihr wollt, können wir halt noch ein bisschen länger, aber ab jetzt würde sich halt nochmal mindestens eine Stunde draufpacken, deshalb denke ich, Die arme May, lass die May mal schlafen, Mann. Genau, denke ich mir halt auch. Wobei jetzt die mittlerweile ein bisschen wieder fitter ist. Also, May guckt die ganze Zeit, die letzte Stunde nach oben, Alter. Ich denke mir so, in welchem Film bist du gerade, ey? Also deshalb gibt's auch noch keine XP oder so, ne? Weil wir sind halt quasi noch mitten im Fight so halb. Und so halb. Ja. Ja. Hätte ich denselben Unique Skill bekommen? Tatsächlich war die Condition bei diesem Unique Skill der erste, der einen Multikill macht. Tatsächlich, genau. Also wer es geschafft hätte, mit einem Schlag mehrere auf einmal zu töten, hätte diesen Skill bekommen. Nein! Ja, das war Karma, Larry. Also ich muss zugeben, ich weil du Scheiße gemacht hast, hab ich schlechtes Karma. Ja, ja, klar. Ich hab keine Scheiße gemacht. Also, Alter, also, das musst du dir auf deine Kappe schreiben. Also was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, es war halt geplant. Also erstmal, ich hab euch ja gesagt, dass von hier aus erstmal die Schmiedegeräusche kamen, weil ich eigentlich wollte auch, dass ihr in die Richtung geht. Ihr hättet auch natürlich direkt links gehen können, dann hättet ihr auch gegen Goblins kämpfen können, ne? Also nicht können, müssen, letztendlich. Ja. Wärt ihr aber rechts gegangen und hättet halt in der Barrikade, wärt ihr die umgangen, geschlichen, gegangen, wie auch immer, wärt hier reingekommen, dann hättet ihr halt die vier Zwerge hier letztendlich arbeiten sehen. Die haben wie so ein kleines Lager da aufgebaut. Und haben diese Barrikade als Schutz genommen. Haben die Wasser. Keiner hätte sich... Ja. Die leben da für eine gewisse Zeit gerade, ne? Also kannst du mal weil davon voll ausgehen, durstig oder? Kämpfen ist voll geil. Ja, so richtig dehydriert sein. Also das dachte ich, würdet ihr halt auch machen und nicht diese... Das war auch der Plan. Hallo! Jo! Nein, so. Ich werde auf ewig meinen Kopf schütteln. Also ich meine, ich hätte mich halt auch versuchen können zu schleichen, aber Philo ist halt echt nicht gut im Schleichen. Ja, aber nicht schleichen und halt fahrlässig rufen sind halt zwei Paar Schuhe. Ja, hey, was kann meine Ägypterin dafür? Die kennt keine Minen und die kennt auch keine Goblins. Ja, und? Das hat ja nichts damit zu tun. Du bist ja irgendwo fremd, wo du nichts siehst und machst ja auch nicht. Nein, geht einfach in die Höhle. Und man hört einfach das hier. Also zugegebenermaßen, Philo wäre auch so reinspaziert, wenn er nicht diesen Berg von Leichen gesehen hätte. Ja. Geil. Kinder, gute Nacht, May. Ja. Schlaf dich gut aus, ruh dich aus. May, danke, dass du trotzdem mitgemacht hast. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß. Gut, dass du durchgehalten hast. Und auf jeden Fall, nachdem ich meine Heldenhaftigkeit bewiesen habe und mal wieder alle gerettet. Ja. Bis vermutlich morgen. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
Man sieht übrigens, dass es ein deutsches Lied ist, weil alle im Hintergrund so ganz synchron.